Freunde, und willkommen zu einer neuen Aufnahme hier mit dem guten Romiat in Attack of the B-Team. Und ich bin diesmal wieder alleine unterwegs. Frauchen fährt jetzt übers Wochenende zu den Eltern. Ich habe leider kein Frei bekommen. Ich habe jetzt hier meine letzte freie Nacht, den Donnerstag, mein Ausgleichstag. Wo ich noch ein bisschen in was, sage ich mal, aufnehme, die Zeit noch nutze, um hier ein paar Folgen aus dem Boden zu stampfen. Ja, und ihr werdet euch gleich sicherlich wundern, warum es hier so ein bisschen ruckelt, die Dinger immer wieder neu aufploppen und sowas. Das hat damit zu tun, ich bin nebenher über Steam noch ein Spiel am Laden. Und ja, in der Zeit, wo das lädt, spiele ich hier gerade das Minecraft Attack of the B-Team. Und ja, ich bin auch gerade dabei, diesen orangen Lehm hier einzusammeln. Hat den Hintergedanken, ihr wisst, ich habe ja noch vor, an der Baustelle ein bisschen rumzubauen, sag ich mal. Also Baustelle heißt hinten in der Hochhausgegend, wo wir mal etwas angefangen hatten, noch ein bisschen was aus dem Boden zu stampfen. Und dazu brauche ich jetzt ein bisschen Orangenlehm. Ja, ich hatte ursprünglich vorgehabt, mit einer ganz anderen Bausubstanz da einen Kran aus dem Boden zu stampfen. Dachte mir aber, nee, komm, das passt doch gar nicht. Sieht dann wirklich aus wie so Cobblestone, dieser wirklich rot gefärbter Cobblestone, so in der Art. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, es passt nicht, deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du einfach mal Orangenlehm. Und wo kriegen wir natürlich am besten Orangenlehm her? Genau, aus der Lehmwüste. Und ja, haben jetzt einige Zeit auch wirklich wieder nur über Twitch aufgenommen. Also ihr habt momentan super, super viele Twitch-Folgen noch am Start und normale Aufnahmen irgendwie gar nicht. Deswegen will ich jetzt hier einfach mal wieder ein bisschen Attack of the B-Team aus dem Boden stampfen. Ja, zum einen, wie gesagt, wir haben noch so ein paar Bauten, die wir fertigstellen müssen, und zum anderen, ja, können wir da in Ruhe noch ein bisschen labern. Falls ihr euch fragt, was das andere Spiel ist, wo ich gerade eben drüber gesprochen habe, was ich gerade runterlade, ich weiß nicht, ob es Let's Playen werde. Ich hatte auch im Stream mal mit dem ersten Teil davon angefangen, dieses Companies of Heroes, und das gab es jetzt super günstig hinterhergeschmissen. Und nämlich so ein bisschen an Command & Conquer, und ich dachte mir, ja komm, das installierst du jetzt mal. Habe es auch schon eine Weile auf der Platte, aber halt noch nicht installiert gehabt. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Let's Playen werde oder ob ich das im Stream mal spielen werde. Wir werden einfach mal gucken. Bei mir momentan so ein bisschen auf den Sonic Racer Trip, wie ihr gesehen habt, das auch sehr gerne im Livestream. Als wie alles andere. Rocket League werde ich mal gucken. Wir haben jetzt, wie gesagt, Donnerstag. Wurde ich gefragt, ob ich da Bock hätte mitzuzocken. Also sprich am Freitag gegen Nachmittag. Ich werde mal gucken, ob es stattfindet oder nicht, ob ich streamen werde oder nicht. Ich habe da keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, wie gesagt, mein Hauptgedanke ist gewesen, jetzt hier einfach noch so ein paar Folgen mal wieder auf die normale Art und Weise aufzunehmen. Na, seit dem neuen Rechner sowieso ein paar Probleme, auch mit der Qualität, was weiß ich nicht was. Bandicam hat bei mir jetzt ein paar Updates gefahren. Ich musste mal gucken, da gab es einen neuen Codec irgendwie, der mir gar nicht gefallen hat. Der war viel zu groß in der Endaufnahme, sodass ich jetzt wieder geguckt habe, welche Einstellung ich als letztes hatte. Und ja, die Einstellung werde ich jetzt auch weiterhin fahren. Ich weiß nur noch nicht, mit welchem Programm ich diese Folgen hier rendern werde. Ob mit Magic's Music Maker, Magic's Movie Maker Deluxe oder ganz normal mit meinem kostenlosen Programm, was weiß ich nicht was. Ich werde mal gucken, wie gesagt. Will mich ja langsam auch ein bisschen in der Qualität verbessern, das habe ich im Livestream auch schon bewiesen. Meine Freundin hat mir da so ein Greenscreen geschenkt, wo wir jetzt auch ein bisschen noch verfeinert haben mit der Aufhängung und so weiter. Und so kann ich wenigstens meinen störenden Hintergrund so ein bisschen ausblenden. Also, dass man wirklich nur my fucking face sieht, so ungefähr. Und ja, funktioniert bisher ganz gut. Und qualitativmäßig ist da doch schon ein bisschen was bei rumgekommen. Ja, was haben wir heute für Themen? Also, wie gesagt, wir sind in letzter Zeit ziemlich viel auf Livestream-Niveau. Wobei ich dazu sagen muss, Livestream heißt für mich auch, wieder ein bisschen qualitativ so drüber nachzudenken.
Und da kommt bei mir wieder der Gedanke, meine Leitung jetzt aufzustocken, dass ich dann wirklich in der höchstmöglichen Qualität streamen kann und das zugleich auch in einer riesigen Qualität als Aufnahme zur Verfügung habe. Und ja, da will ich jetzt mal gucken, die nächsten Tage meinen Internetprovider da ein bisschen anhauen und da mal nachfragen. Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Dann, ja, es ist in letzter Zeit viel passiert. Ich wurde öfters angeschrieben, wieder wegen Projekten und so weiter. Und ihr wisst, ich bin gern dabei. Ich bin sehr, sehr gern dabei. Problem ist jetzt aber, die meisten Leute wollen da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, über Skype kommunizieren. Und Skype ist so für mich, ne, ihr wisst, wer auch mich schon länger verfolgt, das Hassthema Nummer 1. Ich bin absolut nicht dieser skypende ja, User wie alle anderen. Der dann einfach sagt, so von wegen, ja komm, lass skypen, was weiß ich nicht was. Sondern ich bin wirklich noch der Typ, der über Teamspeak kommuniziert oder was weiß ich nicht was. Hat den Hintergrund, Skype ist für mich immer noch die Sicherheitslücke. Skype spackt bei mir immer wieder rum. Also im Sinne von, ja, wie soll ich sagen? Windows 8 mag es irgendwie bei mir nicht. Ich kann nicht sagen, warum. Es stürzt immer wieder ab. Ich bin dann froh, wenn ich dann eine Antwort schreiben konnte. Und ja, die ganze Soundkulisse gefällt mir nicht. Du kannst halt nicht in schnellster Version mal auf leise stellen, wenn du mal niesen musst, was weiß ich nicht was. Und ja, das stört mich halt. Ja, und ich weiß, es ist kostenlos, man kann es kostenlos verwenden, aber bitte, bitte nimmt es mir nicht böse, wenn ich sage, nee, Skype will ich nicht. Ne? Das größere Problem ist, wie gesagt, die Sicherheitslücke, die da entsteht oder immer noch existiert, was weiß ich nicht was. Und die brauche ich einfach nicht. Besonders dann, wenn ich streame. Jetzt sind übrigens auch, schönen Gruß an dieser Stelle auf jeden Fall an die Leute, noch ältere Leute wieder dazugestoßen, die ja, damals auf meinen YouTube-Kanal gekommen sind. Und ja, haben jetzt mal wieder Hallo gesagt und haben jetzt erst gemerkt, dass ich praktisch streame und sowas. Also nicht Zufall da auf mein Facebook-Profil gekommen und ja, haben sich da mal gemeldet, ne? Und auch endlich dann den Steam zugefügt, was weiß ich nicht was. Finde ich halt richtig, richtig genial, dass die Leute nach all der Zeit, wo man praktisch auf YouTube unterwegs ist, dann dennoch immer Hallo sagen, ne? Und nicht so wie viele, viele andere. Damit meine ich jetzt keinen bestimmten, aber mir ist halt aufgefallen, Leute fragen nach Projekten, hättest du Bock, Projekte zu machen. Und ja, melden sich dann wieder nicht mehr oder sind dann halt, wie gesagt, abgefuckt wegen Skype und hast ihn nicht gesehen. ansonsten, was gibt's sonst noch zu sagen? Wie gesagt, qualitativ bin ich jetzt streammäßig so ein bisschen am Auffahren. Dann spiele ich noch mit den Gedanken, soll ich mir Windows 10 draufklatschen oder nicht? Ich bin da immer noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht von überzeugt, was Steam angeht, was Windows 10 angeht. Ich habe es auf den Laptop drauf geklatscht und jetzt ist mir schon öfters passiert, dass ja, auf einmal die ganzen Programme und so weiter weg gewesen sind, das Ganze nochmal anfing neu zu installieren und. Das Ganze brauche ich dann halt nicht. Keine Ahnung. Das ist, ja, es ist nervend. Ganz, ganz extrem nervend. Und deswegen, ja, weiß ich noch nicht, wann ich Windows 10 draufklatschen werde und ob ich es überhaupt draufklatschen werde. Ganz ehrlich, weil da will ich lieber noch abwarten, bis dass man die ersten großen Updates kamen, um ja, da ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein, sage ich mal so. Ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr bekommt mit. Ich bin super, super oft auf Twitch unterwegs und werde das jetzt auch erstmal weiterhin machen, allein weil ich da die größere Möglichkeit habe, mit euch zusammen zu zocken und auch direkt ansprechbar zu sein und direkt auf Kommentare reagieren kann. Und ja, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig momentan. Und habe da auch schon sehr, sehr positiv Feedback bekommen, was das Ganze angeht. Ja, sodass ich deswegen, wie gesagt, meinen Internetprovider dann anhauen will, dass ich ein bisschen mehr Upload zur Verfügung kriege, um dann auch ja, die nächstbeste Qualität
zu bekommen und zugleich auch dann praktisch Aufnahmen bei YouTube zur Verfügung zu stellen. Und ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, wie es funktioniert. Ich habe nach oben hin noch super, super viel Spielraum eigentlich und die bieten jetzt auch recht viele Pakete an. Bloß da ist immer das Problem, hatte ich glaube ich mal angesprochen, das Thema Upload. Wo sie sich so ein bisschen eigenstellen. Ne? Bei Telekom war es dann halt möglich, den Upload ohne Probleme noch hochzusetzen. Und bei meinem jetzigen Internetprovider ist es halt so eine Sache, du musst halt das nächsthöhere Paket nehmen. Ne? Ich meine, ich kann verstehen, dass sie Geld verdienen wollen, aber das finde ich schon ziemlich krass. Genauso finde ich krass, dass irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Neukunden da eine größere Chance haben, irgendwie Preisrabatt zu bekommen als Bestandskunden. Und das ist immer der Moment, wo ich mich dann frage, wen komme ich denn auch mehr entgegen? Leute, die mir schon jahrelang Geld in den Arsch geschoben haben oder halt Neukunden? Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man Neukunden halt werben will, aber sollte den Bestandskunden da trotzdem ein wenig entgegenkommen? Und ja, das tun sie irgendwie momentan gar nicht. Aber da will ich halt nachhorchen. Ne? Ich will noch keinen Großtarado machen, sondern da erstmal nachhorchen. Ja, ihr habt vorhin schon gehört, was das Thema Rendern angeht. Ich habe da so ein bisschen aufgefahren, dass ich jetzt das Magix Video Maker da am Mann mit habe. Und ja, ich muss mich damit noch ein bisschen, ja, zurechtfinden, weil irgendwie funktioniert es nicht so mit den ganzen Codec-Gedönse, um ehrlich zu sein. Und ja, Qualität sieht zwar schon gut aus, aber ich finde, das kostenlose Programm ist da gar nicht so weit von entfernt. Also es macht nur sehr, sehr wenig aus. Ja, und 4K-Auflösung kann ich definitiv nicht bieten. Ja, und warum ich das jetzt anspreche, ist einfach der Grund, da hat mir einer mal im Video geschrieben, warum nimmst du nicht auf 60 FPS auf? Momentan tue ich das. Ja. Es machen bei mir aber irgendwie nicht alle Games mit. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Aber ja, der Stress ist bei mir. Der Stress ist bei mir, ich habe zwar meinen neuen Rechner, aber es will nicht so. Es will einfach nicht so. Und deswegen stelle ich mich da ein bisschen quer. Ja, genauso wie will ich jetzt mal anfragen. Ich sage bewusst anfragen. Ja, was ihr euch denn in nächster Zeit mal wieder wünscht. Ich meine, ihr habt jetzt in letzter Zeit gesehen, die Videos, die ich zur Verfügung stelle vom Stream her, das sind auch alte Rubriken, die ich wieder aufgegriffen habe, wie zum Beispiel Horror und so weiter. Und da stellt sich mir die Frage, habt ihr auf sowas Bock, dass ich weiter so Horrortitel spiele? Habt ihr Bock, dass ich weiterhin auch kostenlose Games für euch vorstelle? Ja, oder solche Geschichten. Das würde mich mal interessieren. Es wäre super, super genial, wenn ihr mir das einfach mal in die Videokommentare schreiben würdet. Ob euch das, was ich da mache, soweit gefällt oder ihr einfach sagt, nee, Romeo, komm, lass mal. Muss dann doch nicht sein. Ne? Weil ich weine, sage ich schon. Ich meine, zum Großen und Ganzen, ihr kennt mein Vorstellen der Games. Ne? Behandle das Thema ganz, ganz eigen auf meine Art und Weise, weil Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Ne? Und man kann jetzt keine Games bewerten, ne? Und sagen, so Leute, ich finde es jetzt scheiße, ihr habt es jetzt alle scheiße zu finden, sondern ich habe es praktisch immer so gehandhabt, ich habe das Spiel gespielt und habe für mich praktisch selbst auch gesagt oder auch im Video gesagt, so Leute, also für mich ist das Game nichts oder für mich ist das Game was, ne, weil. So. Und dann habe ich auch immer weiter dazu gesagt, so von wegen, ja, ihr habt gesehen, was auf euch zukommt und wenn ihr sagt, ja, das Genre könnte interessant sein, guckt doch einfach mal nach, besorgt euch das Game selber und ja, entscheidet da selber. Ne, wie gesagt, ich stelle euch nun die Games vor. Sag euch meine Meinung, beziehungsweise ob mir es gefällt oder nicht. Und das war's. Ne? Viele, viele andere machen es ja wirklich größtenteils so. Die spielen das Game und sagen, boah, ist das scheiße, holt euch das Game nicht, es ist einfach sowas von scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Vergessen.